wir freuen uns, dass so viele da sind. Wir müssen uns jetzt selbst vorstellen. Mein Name ist Konstanze und wie will ich diese Woche nennen? Ah, das ist Thorsten. Wir wollen ein bisschen berichten von dem Staatstrojanerhack, vor allen Dingen aber von dem, was danach passiert ist. Wir haben ja beim Kongress darüber gesprochen. Da waren ja so 3 Monate vorbei und jetzt ist ja eigentlich fast ein halbes Jahr vorbei und haben sich einige Entwicklungen gezeigt, über die wir sprechen wollen. Auch einige Berichte und Antworten aus den Landesparlamenten und aus dem Bundestag und der große Bericht von Peter Schaar. Wir haben teilweise auf ccc.de darüber schon geschrieben. Und natürlich können die meisten diese Berichte auch selber nachlesen. Wir fassen die im Wesentlichen zusammen. Ich glaube, wir können erstmal eins konstatieren. Die Annahmen, die wir beim Staatstrojaner Hack nicht sicher wussten, die haben sich eigentlich in den letzten Wochen bestätigt. Auch der Schaar-Bericht hat eigentlich jeden einzelnen Punkt unserer technischen Analyse bestätigt. Insofern können wir uns nach einigen Monaten jetzt sicher sein, dass die Sachen, die wir nicht mit letzter Sicherheit wussten, auch tatsächlich so gewesen sind. Und dass eigentlich auch die Kritikpunkte, die wir hatten, alle valide Punkte waren. Vielleicht kurz nochmal für diejenigen, denen die Chronologie nicht so ganz klar war. Wir haben im Oktober die Binaries öffentlich gemacht und eine Analyse des Staatstrojaners. Wir haben dann wenige Wochen später nochmal eine zweite Version nachgeschoben und haben dann eigentlich auf die Reaktionen im politischen Raum gewartet und in der Folge auf die Antworten in den Landesparlamenten und auf die Berichte der Landesdatenschützer und des Bundesdatenschutzbeauftragten. Und im Prinzip ist eigentlich auch der Bericht, den wir heute abgeben, vielfach an den Daten, die dabei rauskamen, orientiert. Es gab 2 unmittelbare Konsequenzen, die uns technisch interessiert haben aus diesem Hack. Das ist zum einen das Versprechen, die Software zu evaluieren und einen Leistungskatalog oder eine Leistungsbeschreibung zu entwerfen. Das sind bisher Versprechungen geblieben. Dann sollte ein unabhängiges Expertengremium die Qualitätssicherung für die Spionagesoftware in Zukunft zumindest begleiten. Wie dieses unabhängige Expertengremium aussieht, wissen wir nicht. Wir haben davon nicht mehr viel gehört. Das sind eher so die Versprechungen, die später in den parlamentarischen Besprechungsrunden, wenn ich es mal nennen, gegeben wurden. Wir wissen nicht, wer diese unabhängigen Experten sein sollen. Zum anderen ist versprochen worden, dass im Kompetenzzentrum informationstechnische Überwachung, das beim BKA angesiedelt ist, dann selbst eine Spionagesoftware zu entwickeln sein würde. Wir haben so ein bisschen Glück gehabt vor unserem Vortrag. Letzte Woche, also am 13. Mai, da kam der Spiegel mit einer Vorabmeldung, das BKA hat einladen müssen, dass sie derzeit sich nicht technisch und kompetenzmäßig in der Lage sehen, selbst diese Spionagesoftware zu programmieren. Und weitere Details wissen wir darüber eigentlich auch nicht. Offenbar ist das von Seiten der Politik einfach befragt oder Nachfragen gekommen ans BKA, wie weit sie seien, und davon mussten sie zugeben, dass sie da noch nicht allzu weit seien und Probleme haben. Wir kommen darauf nochmal im Detail nachher zu sprechen. Wahrscheinlich hat sich schlicht und ergreifend niemand auf die Stellenausschreibung beworben, oder? Also es gab zumindest 2 Stellenausschreibungen, über eine wollen wir nochmal konkret reden nachher, aber der Zeitplan war natürlich auch relativ knapp, denn letztlich ist es eigentlich erst Ende November dazu gekommen, dass die Entscheidung fiel, man möchte da im Kompetenzzentrum informationstechnische Überwachung diese kleine Runde von Experten aufbauen. Okay, wir wollen ein bisschen reden über den Sonderfall Bayern, den Staatstrojaner, den wir veröffentlicht hatten, der eine bezieht sich ja auf diesen Landshuter Fall und der ist nun mal in Bayern gelaufen, ging ja um kaufmännische Firma mit einigen Leuten, die nach dem Betäubungsmittelgesetz Bandenkriminalität verübt haben sollen. In diesem Fall ist auch immer noch kein Urteil gefallen und es gibt noch keine gerichtliche Feststellung, ob tatsächlich hier eine Straftat passiert ist. Der Fall läuft also noch. Wir haben aber in Bayern eigentlich eine lange Geschichte der Rechtsbrüche bei dieser Spionagesoftware. Ich weiß nicht, dem Team im CCC, zu dem wir beide gehören, befasst sich ja eigentlich schon, man muss sagen, seit Anfang 2006 mit dieser Spionagesoftware, verschiedenen Ebenen. Wir hatten anfangs so ein bisschen diese Erklärbär-Funktion,
Ich glaube, wir haben fast ein ganzes Jahr lang im Prinzip der halben Presse und auch dem politischen Raum erklärt, was geht mit Spionagesoftware und was ist überhaupt der Stand der Technik. Und dann ging es so über die juristische Beratung. Dann waren wir ja Teil des Beschwerdeverfahrens in Karlsruhe, wo Andreas Bogen für den CCC ein Gutachten abgegeben hat. Dann ging es so ein bisschen in den juristischen Raum rüber und später wurde wieder so ein politischer Streit. Also wir haben da schon so verschiedene Ebenen bis hin dann zur technischen Analyse, die ja eigentlich schon losging Ende August eigentlich schon losging. Also war ja eine längere Zeit, ehe wir dann die Veröffentlichung am 13. Oktober machen konnten. Jedenfalls sieht man, dass in Bayern Rechtsbrüche auch einfach schlicht an der Tagesordnung sind. Und zwar hatte die Landtagsabgeordnete Christine Stahl von den Grünen dort Anfragen gestellt. Und diese Anfrage war der erste Fall, wo die Bayern mal zugeben mussten, also die bayerische Staatsregierung zugegeben hat, eine illegale Online-Durchsuchung durchgeführt zu haben. Wir reden ja im Staatstrojaner im Wesentlichen über die sogenannte Quellenticket. Und die Unterscheidung sollten wir vielleicht nochmal machen. Die ist technisch eigentlich, die ist technisch nicht so ganz sinnvoll, weil ja im Wesentlichen dieselben Techniken für die sogenannte Online-Durchsuchung wie auch für die Quellenticket benutzt werden, nämlich Trojaner. Man versucht also heimlich den Rechner auszuspielen. Da wird die Kommunikation eben terminiert am Rechner des Verdächtigen. Allerdings ist es eigentlich eine, vom Beamtenjargon eine Unterscheidung, da nämlich die Quellenticker nur die Internettelefonie abschnorchen soll und die Organisation die gesamte Platte freigibt. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Aber hat Bayern auch in der Reaktion auf die Veröffentlichung ein anderes Vorgehen gezeigt, eigentlich als wir von anderen Bundesländern kennen. Also war überhaupt gar keine Frage, dass der zuständige Innenminister Herrmann oder aber auch die Justizministerin Beate Merk auf diesen ganz klaren Rechtsbruch irgendwie mit politischer Verantwortung reagieren wird. Das ist scheinbar in Bayern echt eine andere Welt. Da gelten übrigens die Grünen immer noch als linksextremistisch und haben Mühe, in die parlamentarischen Kontrollgremien zu kommen, um die parlamentarische Kontrolle über solche Überwachungsszenarien auszuüben. Also es ist irgendwie eine ganz andere Welt. Selbst in dem Jahr, wo ein Urteil aus Karlsruhe kam, am 27. Februar 2008, selbst in diesem Zeitraum wurden in Bayern 8 Quellen-TKÜs durchgeführt, obwohl überhaupt noch nicht klar war, was in diesem Urteil steht und welche Schranken dort auf die Behörden zukommen würden. Also es scheint in Bayern irgendwie alles ein bisschen anders zu kommen. Aber um mal klarzumachen, was eigentlich, wovon wir praktisch reden, wenn wir über diese Quellen-TKÜ reden, will ich mal ein Beispiel aus Niedersachsen ranziehen. Wir haben nach dem Staatstrojaner mit mehreren Parteien zusammengearbeitet im Land und im Bund, um lange Fragenkataloge zu erstellen. Der längste war aus meiner Sicht der in Niedersachsen. Es sind über 60 Fragen, die damals an die Regierung gestellt wurden und die Regierung haben dann immer so eine gewisse Frist, die zu beantworten. Und zwei Sachen zeigen sich an diesem Niedersachsen-Fall. Zum einen, wie sie eingesetzt wurden, auch wie die Trojaner aufgebracht wurden, um was für Kriminalfälle wir hier reden und welche Zeiträume, all diese Dinge kamen dabei raus. Und zweiter Punkt, auf den wir ganz zum Schluss nochmal zurückkommen, ist, dass natürlich für den Bereich der Dienste mal wieder gar nichts rauskam. Man findet sich sowohl im Bundestag den Antworten, wie auch in allen Landtagen immer diese floskelhaften Phrasen darüber, dass es natürlich über die Dienste überhaupt keine Auskünfte gibt. Das heißt, wir haben hier ein ziemliches Dunkelfeld, wo niemand Auskunft gibt und natürlich auch die wenigen Parlamentarier, die in den parlamentarischen Kontrollgremien sind, zur Verschwiegenheit im Prinzip verpflichtet sind. Aber dennoch, wenn wir mal den Fall Niedersachsen ranziehen, wenn man, glaube ich, ganz gut sieht, wie der typische Einsatz ist. Es gibt auch Zahlen im Bund, denn die Bundesregierung hat ja mal alle Bundesländer, soweit sie bekannt sind, zusammengefasst in der Benutzung, aber Niedersachsen lohnt sich durchaus. Also, in allen Fällen, obwohl unsere technische Analyse ja gezeigt hat, dass es nicht nur um Skype geht, sind alle Fälle, die uns bisher bekannt waren, um Skype-Fälle. Obwohl, ich glaube, es waren so 6 Module, wenn ich mich recht erinnere, von anderer Telefonie-Software, die dort. Ja, es betraf auch diverse Software-Telefone, also VoIP und ja, die ganze Chat-Clients, die dann eben auch mit im Fokus waren, diese Überwachungssoftware. Das ist halt eine Quelle. Kommunikation findet halt über Skype statt, über VoIP, über irgendwelche Chats, E-Mail und so weiter. Also entsprechend war das tatsächlich in allen Bundesländern so, im Bund und in den Ländern war es eigentlich Skype. Und in Niedersachsen gibt es wie in vielen anderen Bundesländern keine eigene landesgesetzliche Regelung. Was heißt das? Das heißt, dass sie immer den 100a nehmen. Sie ziehen also den 100a Strafprozessordnung heran.
eigentlich für so gut wie alle technischen Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen grundlegend. Das ist so ein bisschen, das scheint wie so eine Art Auffangparagraf, weiß ich auch. Da lassen sich einfach alle Straftaten darunter subsumieren. Man hat also ein eigenes Gesetz gemacht. Und es gibt zwei konkrete Verfahren, die in Eigenregie gemacht wurden, die beide mit Digitas-Software, die wir auch untersucht hatten, gemacht wurden. Zum Preis von jeweils 36.975 Euro. Was deshalb wichtig ist, weil die Grenze zur Ausschreibung ist in den meisten Bundesländern bei 50.000 Euro. Sie blieben also drunter, weswegen sie sich da keinen Kopf machen mussten, konkurrieren und kommerzielle Anbieter zu suchen. Und sie haben dazu noch eine Technik, die auch nach wie vor verwendet wird, die eben so ausgeschrieben wurde, nämlich die gesamte zentrale TKÜ, also Telekommunikationsüberwachungssystemtechnik, die wird von Cyborg geliefert. Und über die Firmen, die diese Software liefern, da kommen wir auf jeden Fall ganz zum Schluss nochmal zu sprechen, denn wie immer bei Vorträgen, wenn es von uns kommen, haben wir auch eine Message. Der Fall, den Sie dort darlegen, also es sind insgesamt drei, aber zwei in Eigenregie ist von 2009 und die Software war 36 Tage aufgespielt und hier geht es um einen Verdacht des Raubes mit Todesfolge, wobei noch kein Urteil gefallen ist. Wir wissen also nicht, ob dort jemand bestraft wurde. Und es gibt einen Fall im Jahr 2011, wo 60 Tage lang diese Schnüffelsoftware aufgebracht war und hier geht es Betäubungsmittelgesetz, die üblichen Fälle, die auch, wenn man auf alle Bundesländer guckt, nach wie vor die Mehrzahl der Verfahren ist, wenn man den Zoll außen vor lässt. Wenn man den Zoll mit dazu nimmt, dann sind halt oft auch noch Schmuggel und so Zollvergehen. Hier ist ein Urteil gefallen, die Freiheitsstrafe war 2 Jahre und 9 Monate. Wir sehen also, dass die Spanne, wie bei allen Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen, meistens in der Mehrzahl Betäubungsmittelverfahren sind, wenn man halt den Zoll außen vor lässt. Der Zollverfahren war auch Skype. Hier 19 Tage unter Federführung vom ZKA, vom Zollkriminalamt, also das ist ja Finanzministerium im Bund, also es ist eine Bundesbehörde, die Wolfgang Schäuble untersteht und keine Online-Durchsuchung in Niedersachsen, im Fall von Niedersachsen, ist die rechtlich dort nicht zulässig. Und natürlich reden wir da immer nur über Strafvermittler. Klar. Es sind einige Angaben in der langen Beantwortung dieser über 60 Fragen, also es sind so 47 Fragen, aber die haben auch so Unterfragen, also man kann die runterladen, die sächsischen Landtag sind ja alle Fragen öffentlich. Hier wie in allen Bundesbehörden mussten natürlich die Regierenden einräumen, dass sie den Quellcode nicht selber gesichtet haben, aber natürlich auch niemand in den Behörden gesichtet hat, hatten wir immer vermutet. Ja, niemand hat den Quellcode gesehen. Naja, also irgendeiner hat ihn geschrieben. Aber das war ja im Endeffekt einer dieser Punkte, die schon Jahre vorher thematisiert wurden und dann hieß es eben aus der Regierung immer, ja, natürlich wird der Quellcode dann vorher oder anschließend von uns auch gesichtet, um sicherzustellen, dass das alles ohne Manipulation und mit rechtlich einwandfreien Methoden vonstatten gegangen ist. Doch immer das Wort sichten so schön im Zusammenhang. Ja, wenn wir mal ausgedruckt und abgelegt. Stattdessen, also genau wie bei den Bundesbehörden, in dem Schadenbericht ist es ebenso drin, gibt es Funktionsprüfung. Was heißt das praktisch? Also das heißt praktisch, dass Sie sich ein ähnliches System hinstellen und dann die Funktionalitäten testen. Tun Sie in den LKAs oder eben im BK. Funktionsprüfung nennt sich die. Ich glaube, die stellen damit einfach nur sicher, dass die Module, die Sie tatsächlich bestellt haben, einfach auf korrekte Funktionen überprüft werden. Die werden den Teufel tun und gucken, ob diese Software am Ende eigentlich mehr kann als sie. Oder mehr als bestellt wurde. Glücklicherweise haben die Prüfer die Mentalität, naja, wenn da ein bisschen mehr mit dabei ist, ist ja nicht schlecht, wir zahlen da schließlich nicht mehr dafür. Also letztlich, wir haben eine gute Idee davon, wie lange man braucht, wenn man den Quellcode nicht hat, um ihn ordentlich zu analysieren, können sie wohl auch in der Zeit dann nicht so richtig geschafft haben. Wirklich überrascht uns das nicht, es hat eigentlich nur bestätigt, weil wir immer geahnt haben, dass nämlich tatsächlich niemand diesen Quellcode gesehen hat und auch wie im Schaubericht findet man in den niedersächsischen Antworten darauf eine einfache Begründung, nämlich dass das ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis der Firma ist und wir wissen ja eigentlich auch, wie die Hintergründe dafür sind. Die Firmen wollen natürlich ihren Quelltext den Behörden nicht geben, denn die klauen ja schließlich wieder ab. Ich meine, die wollen ja jetzt eine eigene Software entwickeln. Sich eine Konkurrenzsituation. Ja, natürlich, das ist eine Konkurrenz. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Interessant war das. Möchtest du was sagen, Scusi? Ja, dieser letzte Absatz, der uns auch entgegen wird, kannst du mir das auch erlauben.
sind wir noch gar nicht. Das mit dem Lizenzcode. Also Escusi merkt an, falls da hinten niemand gehört hat, dass der letzte Absatz, der auf dieser Folie ist, der übrigens tatsächlich wortwörtlich aus der Antwort der niederländischen, niedersächsischen Landesregierung ist, eine Nebelkerze sei. Hätten wir im Zusammenhang mit dem Staatsfeuerhack bisher noch nie erlebt. Wir fanden eins interessant, nämlich dass Sie da diesen Lizenzierungscode doch als irgendwie Sicherheit vorschieben. Wir hatten den natürlich für den Staatsfeuerhack leider nicht vorliegen, wir sind aber auch ohne Lizenzierungscode zum Ziel gekommen. Also prinzipiell gilt das natürlich. Alle Vorwürfe, die wir in den Pressemitteilungen und in dem Bericht lang und breit begründet haben und auch erklärbärmäßig da reingeschrieben haben, werden schon aufgegriffen. Alleine, weil die Fragen natürlich sich auf unseren Bericht beziehen, aber dieser Satz ist so ein bisschen typisch für die Antworten, da wird so ein bisschen drumherum geredet. Und man hat oft in den Antworten so eine Antwort, die ja protokolliert ja ordentlich, da gibt es ja dann auch einen Log und so könnte man sicherstellen. Wir haben natürlich aus dem Schaubericht dann gleichzeitig erfahren, dass sie teilweise Logs gar nicht mehr einsehen konnten, dass es keine Logging-Funktion teilweise gab. Also selbst, ja, ich meine, es zeugt einfach von absoluter Inkompetenz, wenn die Leute behaupten, dass man ja ein Nachladen von schadhafter Software definitiv bemerken würde, spätestens im Nachhinein, weil das würde ja protokolliert werden. Fragt man sich, wie wir ja auf dem Kongress auch schon irgendwie die Frage gestellt haben, wo wird es denn protokolliert, wo wird es denn so revisionssicher protokolliert? Das kann nur auf Seiten des Clients, das heißt des Überwachten, geschehen mit einem Write-Only-Protokoll-Medium, was da durchaus auffallen würde, wenn das dann irgendwie noch an den Computer, der überwacht wird, angeschlossen wird. Also es ist technisch einfach nicht machbar, das herauszuführen. Abgesehen davon haben wir mit unserer Software ja auch bewiesen, dass man und auch technisch dokumentiert, dass es nicht protokolliert werden kann, wie auch. Es geht einfach nicht, es ist technisch nicht möglich. Wahrscheinlich hatten wir doch den Lizenzierungscode und geben es jetzt noch nicht zu. War das so ein USB-Dongle oder so ein Kopierschutz? Das ist genau der Punkt, das ist eben diese Inkompetenz, das, was die Ermittlungsbeamten, die nicht sehen, das existiert für die nicht. Und wenn auf diesem Frontend, was sie da benutzen, kein Knopf ist, wo steht, nicht drücken, das ist illegal, hier drauf zu klicken, dann existiert diese Funktionalität für die nicht. Punkt. Das können die sich überhaupt nicht vorstellen. Dass Eine zweite Sache, auf der wir ja schon im Oktober immer ordentlich rumgehackt haben, einfach deshalb, weil wir selber erstaunt waren, dass die Daten auch noch irgendwie über Amerika ausweiten, also über die USA ausweiten. Die haben sie auch in Niedersachsen zugegeben, genau wie im Bund, also im Schafbericht ist das auch drin. Interessanterweise beim selben Hoster. Wir haben ja gedacht, die variieren, aber hier haben wir endlich mal auch eine Begründung, warum sie eigentlich in das Wirtschaftsspionageland Nummer 1 ausweiten, nämlich die Verschleierung aus taktischen Gründen. Hat für uns dann vieles erklärt. Es hat ja einige Tage gedauert nach dem Hack, bis dieser Server dann auch mal abgeschaltet war. Ja, vielleicht war das wirklich Taktik, dass sie das Ganze über einen Server geleitet haben, der eine uralt Classic Admin Oberfläche von 2009 hatte, dass man eventuell auch einfach Dinge leugnen kann. Ne? Das ist plausible deniability. Vielleicht kann man, ist das dieser taktische Grund, der reinspielt. Naja, und die Tatsache, dass es verschlüsselt war, darüber haben wir uns dann auch ziemlich eingehend ausgelassen in dem Bericht. Das wird natürlich relativ unkritisch übernommen. Also die Firma hat versprochen, es verschlüsselt, damit ist es halt verschlüsselt, so kommt es in den Berichten eigentlich auch rüber. Eine andere Sache war für uns von Anfang an interessant. Also betrifft die Bundesbehörden wie auch die Landesbehörden. Wir haben uns natürlich von Anfang an immer wieder auf den Standpunkt gestellt, üblicherweise wird bei uns, wenn abgehört wird, wie in allen westlichen Ländern, der Provider herangezogen. Das sind also die gesetzlichen Abhörschnittstellen, die alle Telekommunikations- oder kommerziellen Telekommunikationsunternehmen haben müssen. Und die Sache war immer, dass wir gesagt haben, naja, wie werdet ihr euch einfach an Skype wendet? Also der übliche Weg, nicht den Rechner hacken oder Mobiltelefon hacken, sondern euch an die Provider wenden. Und interessanterweise gibt es eine Passage in der Antwort,
die so ein bisschen abweicht von dem, was die offizielle Sprachregelung ist, die mir der BKA-Präsident jetzt mehrfach sagte. Nämlich hier gibt es die offizielle Aussage der Firma Skype gegenüber dem hessischen Landeskriminalamt, dass es nicht möglich sei, die im Skype-Netzwerk geführte Kommunikation unverschlüsselt auszuleiten. Nun kann man sich an dieser Formulierung so ein bisschen hochziehen und sagen, ja, das ist ja vorsichtig formuliert. Sie haben dann nachher so einen Absatz, wo Sie auch erklären, wie es verschlüsselt ist. Das ist ja eine normale IS-Verschlüsselung. Also das in so ein paar Sätzen erklärt, wie gemacht wird, also das ist auch trotzdem mit dem proprietären Protokoll ist allgemein bekannt. Sie haben sich damit aus meiner Sicht aber relativ weit aus dem Fenster gehängt. Und normalerweise ist die Aussage immer rechtlich schwierig, ja, muss man die Jurisdiktion überwinden und so klar, dass Sie es nicht könnten. So ist eigentlich sonst in den Berichten nicht zu lesen. Schwierige Sache, man muss hier natürlich einwenden, was ist also mit Ländern wie Indien oder so, es gibt ja durchaus einige Länder, die Skype gesetzlich verpflichtet haben, Inhalte auszuleiten, so ganz kann wohl nicht im Kopf. Also technisch ist es wohl machbar, auch wenn man jetzt keine Beweise dafür auf den Tisch legen kann, wie die das dann konkret umsetzen, aber ich meine, das ist eben ein Beispiel, wo man das ganz gut sieht, wo die Regierung der jeweiligen Länder Skype das halt eben vorgegeben hat, dass diese Möglichkeit bestehen muss. Abgesehen davon sehen wir ja hier, dass in den Richtlinien, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Skype eben auch drin steht, ganz klar drin steht, in Absatz 3, dass personenbezogene Daten und Kommunikationsinhalte, Inhalte, also ja, Chats und Sprachdaten, den Regierungsbehörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Möglicherweise waren einfach die Gründe, die da jeweils vorlagen, nicht ausreichend für Skype, dass sie das dann zugießen, also wer weiß. Also vielleicht nochmal, holen wir nochmal ein bisschen aus, also Skype ist ja mittlerweile ein Microsoft-Unternehmen und sitzt in Luxemburg und tatsächlich gibt es in Luxemburg keine gesetzliche Verpflichtung für eine Abhörschnittstelle, wie wir sie hier in Deutschland haben. Also es mag schon sein, dass es rechtlich einige Probleme gibt, die auch wirklich faktische Natur sind. Der Punkt ist nur, dass natürlich sowohl die Landeskriminalämter wie auch die BKA den Weg gehen könnten, Luxemburg davon zu überzeugen, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Sie schreiben aber auch, dass das eben abhängig ist von den jeweiligen Ländern, wo dieser Dienst angeboten wird. Wenn das in Deutschland legal ist, beim Telekommunikationsdienstleister die Daten temporär abzuschnorcheln, dann werden Sie dem halt auch zustimmen müssen, wobei das eben die... War ganz interessant, dass Sie auch die Argumentation, also wieso müsst ihr euch eigentlich ans Hacken machen, könnt ihr nicht auch mal gucken, dass ihr den Weg geht, der üblicherweise in Deutschland als akzeptiert geht, da kann man natürlich auch noch drüber schreiben, also euch ans Skype einfach, naja, fanden wir ganz interessant in dieser Anforderung. Sind natürlich, schließen sich letztlich nicht nur das als Forderung an, sondern natürlich auch andere Forderungen, die wir aber schon länger haben. Eine ist, und ich glaube, daran werden wir auch in Zukunft festhalten, schon, weil wir davon ausgehen, dass die Anwälte und die Mandanten, die später ja betroffen sind, also wenn es tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt, das brauchen zu einer sinnvollen Verteidigung und auch zur Beweissicherung, ist die Offenlegung des Quelltextes. Ich denke, die Forderung wird einfacher, wenn tatsächlich mal irgendwann BKA oder Kompetenzzentrum oder wer auch immer selber die Trojaner programmieren, der Quelltext ist, denke ich, im Nachhinein offen zu legen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch diese Indizien, die damit gesammelt werden, auch anzufechten, wenn man eben das Gefühl hat, dass da irgendwie manipuliert wurde. Bei einer Hausdurchsuchung hat man in der Regel das Recht, die Beamten haben auch die Pflicht, Zeugen hinzuzuziehen, die unabhängig sind. Das heißt, es wird bei Nachbarn geklingelt, dann kommen unabhängige Zeugen dazu und sollten die Beamten dann in der Wohnung irgendwelche belastenden Materialien verstecken, besteht immer noch die Möglichkeit, dass es jemand erkennt. Diese Möglichkeit besteht hier im Endeffekt nicht und es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, eine Manipulation auch zu entdecken. Und dazu gehört eben auch die Offenlegung eines Quelltextes. Und ja, das ist eben schon allein die Sache, die von den Herstellern dieser Software eben wahrscheinlich nicht so gerne gesehen wird. Und deswegen werden sie es wahrscheinlich eher ablehnen. Ich denke, wenn das BKA oder irgendwer auch mal diese Software in Eigenregie in-house entwickelt, dann werden sie auch sich dagegen sträuben, den Quelltext offen zu legen. Denn im Endeffekt kann dieser Quelltext ja dann auch von konkurrierenden Unternehmen auch genutzt werden, um ihre eigenen Produkte zu verbessern. Also, ja. Also es wird schon definitiv aufwendiger. Ich finde das aber kein Argument. Also da schließt sich die zweite Forderung unmittelbar an. Es soll eine Berichtspflicht geben. Diese Berichtspflicht ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit bei TKÜ-Maßnahmen.
Also heute sind ja so über Telekommunikationsüberwachung, die ja tatsächlich, also sind ja viele Millionen Fälle in Deutschland, also sind um die bisschen über 40.000 Anschlüsse, die pro Jahr so überwacht werden. Und wenn man das statistisch hochrechnet, sind wir ja bei einer dreistelligen Millionensumme abgehörter Telefonate. Da gibt es eine Berichtspflicht, die wird nicht mehr von der Bundesnetzagentur, sondern heutzutage vom Justizministerium einmal im Jahr veröffentlicht. Aber es gibt eine erweiterte Berichtspflicht. Die trifft zum Beispiel Fälle wie große Lauschangriffe. Wir wissen sehr genau, in welchen Fällen große Lauschangriffe stattfinden, weil es einfach diese Berichtspflicht gibt und weil es auch den großen Streit gab, und diese sogenannte Schlafzimmerwanze, wenn sich einige noch erinnern. Und diese Berichtspflicht würden wir uns auch für solche sensiblen Eingriffe wie die Quellentelekommunikationsüberwachung und erst recht die Online-Durchsuchung wünschen, auch bei gescheiterten Versuchen. Insgesamt sieht man nämlich, wenn man sich den Gesamtbericht von Land und Bund ansieht, dass doch über ein Drittel der Maßnahmen gescheitert sind. Das heißt, der Trojaner konnte irgendwie nicht aufgespielt werden. Anders als wir vermutet hatten durch die Analyse dieser Software, ist es nämlich so, dass keineswegs dieser Fall, den wir aus Landshut ja konkret kannten, wo ja zwei Zollkontrollen simuliert wurden, einmal um das System auszuspielen, zum anderen beim Rückflug Flughafen München die Software aufzuspielen, ist nicht der Standardfall. Tatsächlich ist in der Mehrzahl der Fälle ausweislich der Daten, die zumindest öffentlich sind für den Strafverfolgungsbereich, das Absenden von E-Mails häufiger. Fanden wir doch überraschend, hätten wir nicht, also ich persönlich hätte irgendwie immer gedacht, ich hätte doch gedacht, dass sie den physischen Zugriff einfach, weil eine sichere Möglichkeit ist, den Trojaner aufzubringen, vorziehen würden. Aber ich glaube, das macht sicherlich in einigen Fällen wesentlich mehr Mühe. Insofern haben sie den E-Mail-Weg gewählt. Und man muss natürlich jetzt nicht an die typischen, ich sage es mal, Amateurversuche denken, sondern man hat natürlich dann E-Mails ausgewählt, auf die der entsprechende Verdächtige wartet. Also, dass man eine gute Wahrscheinlichkeit. Social Engineering im Endeffekt. Also, so heißt es aber nicht bei den, das heißt Vorfeldanalyse. Eher so lustige Begriffe für. Man muss sich immer den Beamtendeutsch muss man sich angewöhnen und dann mal parsen, was die eigentlich wirklich meinen. Das ist interessant. Ja, Neusprech. Wie wir ja gestern auch bei Andreas schon gesehen haben, diese Proxys heißen halt auch einfach natürlich nochmal ganz harmlose Namen, die Proxys sind. Ich denke eben, dass auch diese Infection-Proxys eine größere Rolle spielen werden in solchen Fällen, weil die sind eben nicht oder nur sehr schwer zu erkennen. Allerdings muss dann eben der Internetdienstleister der Zielperson im Endeffekt mitspielen. Das heißt, da muss es eine Schnittstelle geben, wo dann die Behörde entsprechend sich in den Datenstrom, in die Datenübertragung des Verdächtigen einklinken kann und dann, was ich welche Software-Downloads hier zu patchen, um die Schadsoftware auf diesem Weg dann mal reinzubekommen. Das heißt, der Verdächtige klickt im Endeffekt auf eine ausführbare Datei. Das heißt, er erwartet auch, dass diese ausführbare Datei gleich auf dem Rechner landet, dann wird er sie auch ausführen. Und er wird es halt nicht mitbekommen, dass wenn durch einen Infection-Proxy da immer ein schadhafter Code mit eingeschleust wurde. Das ist halt eigentlich dann nochmal so die nächste Variante, die technisch auch sehr schwer zu erkennen ist. Und das ist dann auch unabhängig davon, was für System verwenden. Das heißt, eine Schadsoftware kann genauso gut für irgendein Linux oder ein BSD programmiert werden und über so einen Infection Proxy eingeschleust werden. Also wir kommen auf die anderen. Genau, deswegen sollte man ja so verwerten. Ja, vielleicht einen Aufruf machen, die Hashes zu überprüfen, wenn man die Software runterlädt. Ja. Sinnvoller ist es halt auf jeden Fall, dass man eben guckt, dass die Software, die man sich da installiert, dann eine gültige PGP-Signatur aufweist. Also die Prüfsummen. So wollen die 5, die können natürlich genauso gepatcht werden in so einem Infection Proxy. Das muss man sich natürlich bewusst sein. Das heißt, wenn ihr euch einen TrueCrypt runterladet, versucht über einen anderen Kanal den Public Key zu laden und vergleicht am Ende, ob die Signatur des TrueCrypt Binaries korrekt ist. Also der Aufruf geht natürlich immer, aber wir wissen, dass in der Realität im Einzelfall schon mal hinten runterfallen kann. Man sollte sich vielleicht überlegen. Die Frage war, ob uns Erkenntnisse vorliegen. Ob uns Erkenntnisse vorliegen, was von der Art von E-Mails waren. Nein, es ist nur der Infektionsweg genannt, nicht die Art. Mir persönlich ist ein Verfahren bekannt, wo ein Verdächtiger mir berichtet hat, da würde ich aber nicht öffentlich drüber sprechen, das Verfahren läuft auch noch.
Also in den Berichten vom Bundesdatenschutzbeauftragten und von den Anforderungen in Land und Bund geht das nicht klar vor, der Infektionsweg steht da. Also mich persönlich hat es überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie eher oder mehr physischen Zugriff nehmen. Aber gut, haben wir gelernt. Aber deswegen, warum habe ich eigentlich diesen Umweg gemacht? Die Berichtspflicht, zu der ich eigentlich was sagen wollte, scheint mir ein wichtiger Punkt. Wir sehen, dass alle Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen extrem in der Anzahl zugenommen haben. Und eine Ausnahme ist der große Lauschangriff, genau wegen dieser Berichtspflicht. Er ist hoch umstritten, es geht um diesen Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, also um die Intimsphäre. Und entsprechend hat die Berichtspflicht, die auch immer wieder dazu führt, dass da offengelegt werden muss und eigentlich getan wird, dazu geführt, dass es hier nicht zu so einer expansiven Benutzung kam. Das ist auch die Hoffnung, die sich mit dieser erweiterten Berichtspflicht verbindet. Und deshalb auch wird die Versuche, vielleicht eben nicht erfolgreich eingesetzt in Trojaner. Es gibt eine weitere Forderung, die besteht darin, dass eine gesetzliche Festschreibung passieren sollte, dass die Landes- und der Bundes- und die Landesdatenschutzbeauftragten beteiligt werden. Das ist heute nicht der Fall. Es ist auch so, dass für den Bereich der Strafermittler in den Ländern immer wieder betont wird, dass es keine Form von Berichtspflicht oder Beteiligungspflicht geben sollte. Sollte aus meiner Sicht aber auf jeden Fall passieren. Die praktischen Probleme, die sich damit verbinden, sei mal dahingestellt, sind eh viel zu wenig und sie haben nicht sehr viele Techies und sind eh schon überlastet, aber ich denke, wäre wenigstens jemand, der ab und an über die Schulter guckt, in der Schaubericht, der sich jetzt ja mal die Trojaner-Einsätze im Herz und Nieren näher angesehen hat, schon einige zutage gebracht. Da wollen wir auch mal kurz drüber sprechen. Ich weiß nicht, wer von euch den Schaubericht gelesen hat. Der Punkt ist, VSNFD gestempelt, also nur für den Dienstgebrauch, aber er fand seinen Weg in die Öffentlichkeit und man kann ihn auch bei ccc.de herunterladen. Wenn man den liest, fällt es ziemlich gleich auf den ersten Seiten auf, dass halt tatsächlich das passiert, dass man eigentlich bei einer Quellen-TKÜ oder generell Überwachungsmaßnahmen nicht passieren soll, nämlich, dass der Telefonsex aufgezeichnet wurde. Und es war nicht nur so, dass das aufgezeichnet wurde, sondern sie haben auch transkribiert, das heißt, man kann sich dort die sexuellen Unreinheiten mal im Detail ansehen. Und sie hatten in der und sie hatten keinen Löschknopf in der Software, war also nicht vorgesehen, dass die gesetzliche Verpflichtung, nämlich wenn der Kernbereich berührt wird, dass man zumindest nicht archiviert und schon gar nicht transkribiert. Diese Vorgabe war nicht vorgesehen. Gab keinen Löschknopf. Und die globiose Heilung dieses Fehlers besteht darin, dass man einen weiteren Auftrag an Digitas vergeben hat. Sie mögen bitte diesen Knopf einbauen. Natürlich, bezahlt natürlich. Das ist schon eine ziemliche Dreistigkeit. Du wolltest was sagen? Sag's mal. Das ist eigentlich schon mal passiert. Das ist ja mittlerweile ein bisschen Konkurrenzkampf wahrscheinlich. Vielleicht von den Wortmeldern frei waren und von solchen. Der Darmfall bekannt. Nein, nämlich hier auch. Was passiert denn, wenn man einmal da nach dem Kampf der beiden Technologien aufeinander trifft? Sind schon mal solche Feuerwehren auch abgeheilt worden? Eigentlich gibt es nicht wirklich. Also in der realen Welt gibt es nicht wirklich einen Zusammenhang. Und natürlich haben diese Trojaner, diese Staatstrojaner oder Polizeitrojaner, wie man sie nennen will, die haben keine Weiterverbreitungsroutinen. Also mir wäre nicht bekannt, dass sie jetzt schon Polizeibotnetze aufbauen. Hast du schon mal gesehen? Es wäre eigentlich, lass mich nachdenken, ist es nicht unverzichtbar, um die Waffengleichheit herzustellen? Wir müssen da mal drüber nachdenken. Wir müssen mal vielleicht die aktuellen Botnetze untersuchen, ob die möglicherweise vielleicht gar nicht von organisierten Kriminellen kommen, sondern von organisierten Kriminalen. Wir werden den Hinweis aufnehmen und da mal eine Taskforce gründen, die diese Sache dringend untersucht. Ja, weil ich gerade diesen aufgenommenen, also ich fand ihn übrigens tatsächlich sehr widerlich, dazu reden. Diesen Telefonsex, der ist tatsächlich auch abgedruckt im Schaubericht, im Wortlaut. Hat mich sehr angewidert. Und entsprechend ist natürlich eine Forderung, dass man eine sogenannte Kernbereichsprognose macht. Da muss man eigentlich immer, wenn der Kernbereich potenziell betroffen ist,
sei es, wenn anzunehmen ist, dass man hier zu intimen Gesprächen oder Aktionen kommen kann. Aber faktisch wird diese Kernbereichsprognose wenig gemacht. Warum? Naja, weil natürlich im Telefongespräch, die wir ja in, wie bereits erwähnte, Strafvermittlungsbereich im dreistelligen Millionenbereich abnehmen, natürlich potenziell Telefonsex vorkommen kann oder andere, muss ich immer irgendwie Sex sein, kann auch ein Intimgespräch sein, Probleme, alle mögliche, es gehört zu diesem Intimbereich. Und deshalb wird die eigentlich faktisch nicht mehr gemacht, das ist heute eher so eine nachprüfende Analyse. Und aus meiner Sicht müsste festgeschrieben sein für diese Form des Ausspionierens von Rechnern, dass die Kernbereichsprognose zwingend ist. Ich habe irgendwann gehört. Also letztlich ist natürlich, also diese Forderungen würden alle den Ermittlungsalltag stören, aber das ist genau der Zweck. Wir haben ein paar ungelöste Probleme. Wir kommen jetzt langsam zu dem Kern der Sache, oder? Ja, langsam. Also der Punkt ist, das erste ungelöste Problem ist, Trojaner selber programmieren hat halt noch nicht so richtig hingehauen. Wir werden gleich dazu kommen, was da wohl für Ursachen liegen. Ein weiteres ungelöstes Problem, worüber Sie auch gar nicht gerne sprechen, ist natürlich die Löschung der Komponenten. Das ist ja ganz offensichtlich für die Fälle, wo wir so einen Trojaner in der Hand haben, nicht so ganz geglückt. Sie hatten da auch offenbar keine so wirkliche Routine drin. Und die Backups sind natürlich, also die also Verdächtige in der Zeit machen können. Wir haben ja gesehen, da dreht sich da um so 2-3 Wochen, aber auch schon mal 3 Monate ein Problem, weil da können sie natürlich schlecht ihre Trojaner wieder runterkratzen, wenn er in einem oder mehreren Backups drin ist. Und natürlich nach wie vor die Beweissicherheit, über die wir ja schon ein bisschen gesprochen haben, die sie fixen wollen durch permanentes Protokollieren und Vier-Augen-Prinzipien, also eher so eine organisatorische Sache. Warum das mit diesem Trojaner Selbstprogrammieren vielleicht schwierig ist, wollen wir mal an einem ganz konkreten Beispiel zeigen. Nämlich an, jetzt muss ich mal kurz. Hier sieht man mal in Kapitel der Dürrebütschen Auflösung. Kann man das einigermaßen sehen? Moment. Kann man das lesen? Ich scroll gleich mal. Also wir haben hier mal diese, eine der offiziellen Ausschreibungen des BKAs, wo man sich mal ansehen kann, was sie da gerade suchen. Für in diesem Fall die Leiter oder die Leiterinnen zur Bekämpfung der Computerkriminalität und Bauen des Staatstrojaners. Bewältigung der Herausforderungen, die die neuen Technologien an die deutsche Polizei stellen. Wollte ich sagen. Also du kannst Neusprech schon echt ziemlich gut. Und zwar genau an diesem Kompetenzzentrum informationstechnische Überwachung in Meckenheim. Da sitzt ja schon ein kleines Team, da suchen sie ja ein Team wieder. Und wir sehen uns mal die Aufgaben an. Also das eine ist, geht hier um die technische Leitung dieses Bereichs. Man möchte natürlich zum einen einen ordentlichen Softwareentwickler, der sich auskennt, vor allen Dingen und den Markt beobachten kann, der sich vor allem mit Windows auskennt oder die. Konzeptionelle und strategische Weiterentwicklung und die Beobachtung der technischen und rechtlichen Entwicklung im Informationsbereich und zwar mit folgenden Qualifikationen. Wir hätten gerne. Also diejenigen von euch, die sich ein bisschen mit der Materie auskennen, Softwareentwicklung und vielleicht sogar auch mit Malware, die sehen hier auch ganz schnell, dass man hier Eierlinge Wollmilchs aussucht. Ich denke mal, hier im Raum sitzen einige, die diese Qualifikationen erfüllen könnten. Ich würde mal sagen, unter 10% hier, wenn ich mal ganz grob schätze. Aber ich glaube, der Punkt dran kommt ein Stück tiefer. Für die, die nicht wissen, die Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst, der hat übrigens noch 3 Stufen. Also das heißt, man kann dort in Stufe 1, 2 oder 3 einsortiert werden. Das ist so netto, Cash in the Tash, 2.100 Euro. Ich glaube, hier erklärt sich eine Menge. Also wer dieses Profil hat, das wir oben gesehen haben, ach übrigens, da sind ja noch ein paar Kleinigkeiten drin, die wir noch erwähnen wollen. Also ich habe UML reingeschrieben. aber wir haben ja auch noch
sich eingearbeitet hat, auch bei 14 Land. Ein Tarifvertrag ist erfolgreich. Ist natürlich nach einer Einarbeitungszeit von anderthalb Jahren. Ja. Ja, da muss man sich, glaube ich, einfach die Frage stellen, wer findet sich für so einen Job und was kann die Motivation sein? Denn ich glaube, die Bezahlung ist auf keinen Fall und im Umfeld vielleicht auch nicht so. Irgendein patriotischer Hacker, der sich immer denkt, naja, für Geld muss ich das tun, fürs Vaterland. Vielleicht erklärt sich deshalb auch die Aussage, dass sie das Problem mit der eigenen Entwicklung bislang noch nicht gelöst haben, weil sie das grundlegende Problem davor noch nicht gelöst haben. Natürlich, also einige von den 10%, die hier sitzen würden, natürlich bei Sicherheitsüberprüfung, leider. Noch was, wer sich jetzt dringend angesprochen gefühlt hat, tut uns leid. Die Frist ist leider abgelaufen. Wir können da jetzt niemanden mehr zu. Wir wollen aber eigentlich an diesem Beispiel auch ein bisschen also nochmal auf die Probleme zu sprechen kommen. Nachwuchsgewinnung und Rekrutierung von und die anderen, die technisch sowas zu tun. Man findet übrigens im Netz, wenn du dich noch bewerben wolltest. Nein, die muss ja erstmal entwickeln. Aber hey, also vielleicht kannst du die Binaries von Digitas haben und erstmal so ein bisschen gucken, was wir da gemacht haben und dich daran orientiert. Ich weiß nicht, wie viele mitbekommen haben, aber es gibt ja in den USA gerade ein bisschen größeren Streit. In einer anderen Community, in einer anderen Hacker-Community, als wir sie hier haben, darum, inwieweit man sich mit den Diensten, mit den Polizeien, mit den militärischen Einrichtungen zusammenschmeißen kann. Insbesondere in den USA, gerade für diese ganze Maker-Szene. Ich weiß nicht, wie viele von euch diese Diskussion mitbekommen haben. Das ist jedenfalls ein interessanter Streit, der auch, glaube ich, mit ganz guten Argumenten geführt wird. Und ich denke, das hat sich durchaus lohnt, auch hier zu debattieren, denn die Situation ändert sich aus meiner Sicht. Also in den USA ist es in der Fall, dass die DARPA, die ein unglaublich großes Budget verwaltet für militärische Einrichtungen, anfängt, die direkt auf die Hackerspaces und die Hacker zuzugehen und zu sagen, hier, wir sponsern euch einfach mal eure Projekte und Open Source Projekte. Das machen die schon eine ganze Weile, gerade eben auch das Sponsoren von Open Source Projekten, wo es, ja, man weiß halt eben ganz klar, wo kommt das Geld eigentlich her und die machen das nicht gerade nächsten lieber. Wenn sie jetzt anfangen, auch auf die Hackerspaces zuzugehen, hat das halt noch einen anderen Charakter, der bislang noch gar nicht so großartig thematisiert wurde, glaube ich zumindest. Man kann natürlich die Einstellung vertreten, dass man sagt, naja, wir streichen einfach das Geld ein und machen damit unser cooles Ding und am Ende haben die vom Militär oder den Diensten nichts davon. Aber es gibt halt noch einen anderen Charakter in dieser ganzen Geschichte und das merkt man halt auch in Deutschland. Ich vergleiche das ganz gerne mit einer Zeit von vor, weiß ich, 15 Jahren oder so, da gab es halt irgendwie große Diskussionen, als die Bundeswehr anfing, sich in die Schulen zu begeben, um dort Informationsveranstaltungen zu machen. Und in den USA steht das Militär auch vor der Uni und rekrutiert dort Leute, das heißt... Ja, so vor den Einkaufs-Shopping-Zentren. Und im Endeffekt hat das halt so den Charakter, dass sie natürlich irgendwie versuchen wollen, dieses Bild des Militärs in den Alltag reinzubringen. Das heißt, dass man es irgendwann als selbstverständlich wahrnimmt, dass das Militär sich mitten unter uns befindet. Und es ist möglicherweise genau der Fall hier, dass eben diese Stellen wie die DARPA sich in die Hackerspaces einbringen, das Geld, und dort in den Hackerspaces eben auch Probleme löst, weil mit Geld löst man da halt eben Probleme, was irgendwie Spielzeuge und so weiter angeht. Und selbst wenn sie nicht unmittelbar an den Ergebnissen dieser Hackerspaces profitieren, technisch, sorgen Sie doch zumindest dafür, dass es irgendwie zur Normalität wird, dass das Militär sich in diese Szene einmischt und eben dort vertreten ist und sich halt ruhig und still verhält. Und, ja, das ist eben. Wie ist die Resonanz darauf? Also, Scusi hat ja direkt. Möge mich da gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber
findet eine Diskussion statt und es gibt, ich weiß nicht, die Lager sind, glaube ich, 50-50 gespalten. Also es gibt da Leute, die begrüßen das im Endeffekt einfach dieses Geld zu nehmen und zu sagen, naja, aber wir geben denen ja keine Waffen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es immer diesen Dual-Use-Charakter, gerade von Open-Source-Software und Projekten, wenn irgendwelche neuen Algorithmen entwickelt werden für irgendeine friedliche Software, dann kann die möglicherweise auch für andere Zwecke missbraucht werden. Und dann wird halt vielleicht dieser Macher dieser Software, dieses Algorithmus auch nochmal ganz konkret persönlich angequatscht und abgeworben. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wie ich eben sagte, irgendwann gehört das eben zum normalen Bild, dass eben das Militär und die Dienste irgendwie diese Veranstaltungen sponsoren. Das ist eigentlich was. Also uns ist glaube ich jedem klar, der auch schon mal in diesem Bereich zu tun hatte, dass da kein Black and White gibt, sondern Grauzonen. Aber wir sehen natürlich relativ viele ziemlich konkrete Anwerbeversuche. Und ich denke mal, viele, die sich eine Zeit lang selbstständig bewegt haben in diesem Markt der IT-Sicherheit und mal versucht haben, irgendwie selbstständig mit einer eigenen Firma zu machen oder weiter selbstständig zu arbeiten, kennen das. Ja, die spielen halt auch mit den Ängsten von Gründern. Ne? Also ich habe das halt selbst auch, ich habe selber eine Firma gegründet und das ist eigentlich ganz klar, dass die gerade die Firmen, die so eine Technologie von dir kaufen wollen, weil die wissen ganz genau, dass du es vielleicht hinbekommst, die kommen halt zu dir und spielen halt auch ganz bewusst mit den Ängsten von Gründern oder Leuten, die sich irgendwie selbstständig gemacht haben, weil früher oder später wird es eben eine schlechte Auftragslage geben und dann braucht man Geld, um seine Familie zu ernähren und dann wird halt von vornherein gesagt, hier, also cool, dass ihr euch jetzt hier irgendwie selbstständig macht und eine Firma gründet und wenn ihr irgendwie Geld braucht, meldet euch einfach bei uns, wir haben genug Arbeit. Und das sind eben genau die Ansagen, die kommen von Regierungsstellen und die kommen halt auch aus der Wirtschaft. Das heißt, irgendwie Firmen, die solche Trojaner herstellen und an Regierungen verkaufen, die sind natürlich auch immer auf der Suche nach fähigen Leuten. Und Digitas war dann nicht so erfolgreich, oder? Ja, Digitas kann das. Boah. Jetzt haben die auch 13 Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Wahrscheinlich, ja. Also, auf jeden Fall ist es halt auch vorgekommen, dass gerade bei deutschen Neugründungen, dass da eben Dienste anklopften und das ist nicht auszuschließen, dass die sich im Handelsregister halt auch einfach eine Subscription geholt haben und da diverse Suchkriterien drin haben. Das heißt, in dem Moment, wo sich eine neue Firma in Deutschland gründet, die irgendetwas mit IT-Security und Offensive Security macht, dann geht da vielleicht ein Alarm hoch und dann können die halt ganz gezielt auf die Leute zugehen, weil die wissen, die haben sich gerade gegründet und haben möglicherweise in der Zukunft finanzielle Probleme, also Startschwierigkeiten. Wäre dann natürlich ein Teufelskreis, weil selbst wenn man sagt, einmal ist keinmal, ich lasse mich jetzt auf diesen Deal ein und bis wir wieder Geld haben, in dieser Zeit, wie ich an so einem Projekt arbeite, kann ich mich halt auch nicht um die Akquise von anderen Kunden kümmern, um dann halt wieder da rauszukommen. Also da sollte man sich sehr gut überlegen und auch den Arsch in der Hose haben, einfach mal zu sagen, nein, da mache ich halt nicht mit. Also das betrifft eben nicht nur Hackerspaces, sondern kann halt auch jeden von euch betreffen, der sich irgendwie selbstständig macht. Wir haben halt da durchaus eine längere Diskussion im CCC. Ja. Das zieht sich immer mal wieder an konkreten Beispielen hoch, wenn man irgendjemand im persönlichen Umfeld hat, der eigentlich an einem Auftrag arbeitet, mit dem er vielleicht selber Bauchschmerzen hat oder eigentlich nicht weiß, wer eigentlich der Auftraggeber so richtig ist. Es gibt ja so diese Graubereiche. Es gibt die Diskussion immer wieder und wir wollen gerne auch darüber wieder offener sprechen. Das ist nicht nur im Bereich der Wirtschaft ein Thema, das ist auch wieder in der Akademie ein Thema. Wenn man sich also die wenigen Lehrstühle in Deutschland ansieht, die sich tatsächlich ernsthaft mit IT-Sicherheit befassen, das ist auch durchaus ein Streit. Welche Aufträge nimmt man an? Es gibt ja an deutschen Universitäten nach wie vor immer noch einige, die haben aus diesen 60er, 70er Jahren heraus, es war wohl ein anderer Zeitgeist, sich selbst Policies gegeben. Policies, die Universitäten verpflichten, um zivile Forschung zu machen zum Beispiel. Da würde man sicherlich heute, es ist eigentlich bedauerlich, dass man sich keine Hochschule oder Universität vorstellen kann, die sich heute solche Policies gibt, aber die bestehen teilweise. Also die Streits gibt es auch, die gibt es in Berlin an der TU, die gibt es in Bremen an der Uni und in einigen anderen Beispielen. Also das ist auch durchaus in der akademischen Forschung ein Problem und wir hatten ja darauf hingewiesen, dass dieser Staatstrojaner nicht nur bei uns gelandet war. Also der bezieht sich nicht nur durch Firmen. Also wir würden darüber gerne mehr intensiver reden in Zukunft und auch so eine Unterwanderung, wie sie in anderen Ländern zu beobachten ist. Oder zumindest das Schweigen über die Probleme, dass man nicht mehr debattieren kann, wenn es so ein bisschen riecht, der Auftrag. Ja. Das würden wir eigentlich gerne zu einer offeneren Kultur wieder aufbauen. Wir fordern auch Leute auf, die sich in diesen Graubereichen bewegen, sich an uns zu wenden, auch wenn sie zurückliegen.
Wir haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht, das ist auch für uns wichtig, von solchen Leuten konkrete Erfahrungen in solchen Projekten zu bekommen. Natürlich auch, wenn sie wollen, der Zusicherung der Anonymität, wenn sie darüber nicht namentlich berichten wollen, aber das scheint uns sehr wichtig. Das geht natürlich auch für den Bereich der Dienste. Das ist jetzt nur noch mal eine Folie, die darauf hinweist, dass wir immer nur über Strafvermittlungen reden und dass bei den Diensten überhaupt alles im Shady. Naja, also da ist eigentlich, wird kaum was geprüft und wir haben auch überhaupt keine Zahlen. Wir würden gerade auch deshalb, weil dieser ganze Bereich so grau ist, Leute auffordern, auch ins Gespräch zu kommen mit uns. Über die Frage, wie man mit solchen Anwerbeversuchen oder solchen Aufträgen umgeht und wie man sie überhaupt erkennt. Insofern. Die tun einiges, dass man das eben nicht so ad hoc erkennt, wenn man da diese Anwerbeversuche. Also das ist letztlich unser Aufruf. Ich glaube, wir müssen das stärker thematisieren, weil auch in Deutschland wird schon angesichts der Tatsache, dass immer mehr IT-Spezialisten gesucht werden und auch stärker werden, die sehen wir aus unserer Sicht auch sehr deutlich. Also ich persönlich kenne einige Beispiele, aber es sind auch einige aus der Akademie bekannt. Ich denke, das sollten wir sehr offen thematisieren. Ja. Wo sind da die ethischen Fallstricke? In welche Dilemmata kann man da geraten? Und vor allen Dingen sollte man überhaupt drüber reden. Also ich habe im Club auch die Erfahrung gehabt, dass Leute, die in diesem Bereich arbeiten, sich dann auch zurückziehen vom Club, weil sie es eben gerade nicht thematisieren wollen oder eine gewisse Stigmatisierung befürchten. Habe ich nicht so selten erlebt. Oder Leute, die beschlossen haben, okay, so eine Aufträge nehme ich nicht mehr an, aber haben dann quasi in ihrer Berufshistorie drin, weil nicht wissen, wie sie damit in Zukunft umgehen sollen. Da sind ja auch oft wirtschaftliche Drucksituationen dabei. Vielleicht noch ein letztes Wort zu unserer Überschrift. Wir sind natürlich nicht ganz, das haben wir uns aber erst im Nachhinein überlegt, dass der Titel für diesen Tag virtueller Einbruch wohl etwas kurz greift. Und dann ist ja nicht ein Einbruch, sondern jemand bleibt eigentlich da. Insofern ist die Assoziation nicht so ganz. Bewohner. Vielleicht eine letzte Sache noch, wir werden es weiter im Auge behalten, auch wenn wir uns das jetzt schon seit 6-7 Jahren mit dieser leidlichen Spionagesoftware auseinandersetzen, werden wir das auch in Zukunft tun. Und wir sind weiterhin an die genannte Adresse für sinnvolle Hinweise oder Binaries zu haben. Vielen Dank.